Hallo zurück im Küchengarten. Heute sitze ich auf meiner Terrasse und ihr seht, ich habe mein Westerl an. Es wird nämlich langsam, aber sicher Herbst. Wir haben jetzt Mitte September und die letzten zwei Tage hat es stark geregnet und die Temperaturen sind auch abgefallen. Aber so soll es ja sein. Viele meiner Beete hier im Küchengarten sind schon abgeerntet. Natürlich gibt es auch noch viel zu ernten. Aber jetzt stellt sich natürlich bei uns allen die Frage, was machen wir mit diesen Beeten über den Winter? Was können wir pflanzen, damit wir schon im Frühling eine Ernte haben? Eine der liebsten und grundlegendsten Kulturen über den Winter hinweg, die man jetzt im Herbst pflanzt, ist sicherlich der Knoblauch. Da gibt es ja zwei verschiedene Arten, also den Winterknoblauch, der einen Kältereiz braucht, um so richtig ins Wachstum zu kommen, den man eben zwischen Mitte September und Mitte Oktober pflanzt, und dann den Frühlingsknoblauch, den man dann im Frühling stecken kann. Wenn ihr richtig schön großen Knoblauch wollt, dann empfehle ich euch den Winterknoblauch, weil er natürlich eine längere Vegetationsperiode hat. Aber bei mir im heutigen Video soll es überhaupt nicht über den normalen Knoblauch gehen, sondern ich zeige euch, was ich für Knoblauch anpflanze, und das wird eure gesamte Sichtweise des Knoblauchpflanzens im kleinen Hausgarten komplett revolutionieren. Die Sache ist nämlich die, wir haben alle gerne Knoblauch, wir pflanzen gerne an, nur Knoblauch besetzt natürlich sehr lang die Beete. Klar, wir nutzen die Wintermonate aus, aber wer richtig großen Knoblauch will, lässt den dann doch bis in den Juli hinein in dem Beet. Das heißt, diese gesamte Frühlingszeit, wo wir schon ab Mai Sachen in unseren Beeten haben, geht uns dadurch verloren, und wir können dann in diesen Beeten auch erst wieder die Herbst- und Winterpflanzung vornehmen, nachdem der Knoblauch abgeerntet war. Und dann stellt sich natürlich die Frage, rentiert sich das überhaupt? Denn die Knoblauchzehen heutzutage im Supermarkt sind richtig schön billig. Sie sind teilweise auch viel größer als das, was wir im Hausgarten zustande bringen. Und so eine Knoblauchzehe ist schnell ins Einkaufswagerl geworfen. Bei mir hier im Hausgarten spielt natürlich der Platz die wesentlichste Rolle. Und da oft die Bedingungen auch nicht so ideal sind. Also ich habe nicht überall Beete, die in der prallen Sonne liegen. Meine Beete sind teilweise beschattet durch Bäume, die ich natürlich habe. Was dann zu einem nicht so super toll riesigen Wachstum führt. Ich habe mir also über die Jahre mit meiner Knoblauchpflanzung eine ganz andere Sache überlegt. Ich sammle über das ganze Jahr immer diese kleinen Mini-Wuzi-Knoblauchzehen, die bei den großen Knollen oft dabei sind. Weil, sind wir doch mal ehrlich, wer möchte denn die schon stundenlang in der Küche, wenn es meistens schnell gehen soll, schälen und da so herumwuzeln und futzeln? Also ich nicht. Aber sie einfach wegwerfen oder also eben entsorgen. Im Kompost ist mir auch zu schade. Deswegen sammle ich die immer in so einem kleinen Körbchen, das ihr hier seht. Dabei ist mir völlig egal, welche Sorte es ist. Denn hier geht es nur darum, dass es für mich praktikabel ist und dass ich mit etwas, was ich sonst weggeben würde, noch einen richtig guten Ertrag erzielen kann. Und zwar verfahre ich mit diesen Mini-Wuzi-Knoblauchzehen so, dass ich sie in ein Beet sehr eng zusammenpflanze. Wenn die einzelnen Zehen wirklich extrem klein sind, lasse ich sie auch oft einfach mit der Knolle an der Knolle zusammen. Und damit züchte ich mir den Frühlingsknoblauch. Das sind Monozehen mit einem ganz saftigen, frischen Grün, die ich dann nach Bedarf immer aus der Erde steche und mitsamt dem Grün in meine Pfannen oder aufs Butterbrot draufschnetzel. Das ist ein solcher Hochgenuss und eine super tolle Art, um die Beete bestellt zu halten, aber sie nicht zu lange für neue Nachfolgekulturen zu besetzen. Noch eine andere richtig tolle Sache am Knoblauch ist, dass er schneckenresistent ist, also größtenteils, denn die Schnecken mögen den Geruch und den Geschmack vom Knoblauch überhaupt nicht.
Und deswegen pflanze ich meinen Knoblauch in New Bethlehem. Das ist da draußen. Dort ist nämlich der Schneckendruck so hoch, weil meine Laufenten dort nicht hinkommen. Und mit Knoblauch habe ich dort die besten Erfolge. Das Erste, was ich nun mache, wie bei großen Knoblauchzehen auch, ist die einzelnen Zehen von der großen Knolle abzutrennen. Und wenn ihr seht, so wie hier, wo die Zehen wirklich sehr klein sind und schon sich von der Knolle lösen, lasse ich sie auch einfach zusammen und setze sie so im Brocken ein. Ein kleiner Tipp von mir ist, wenn ihr eine Zehe habt, die schon Schäden hat, also hier so faulige Stellen, schimmelige Stellen, dann diese bitte entsorgen, denn wir wollen uns natürlich nicht irgendeinen Pilz oder eine Krankheit dort in die Erde hineintragen, weil darauf reagieren Knoblauchzehen empfindlich. Jetzt habe ich all meine Zwergenknollen vorbereitet und jetzt geht's hinaus nach New Bethlehem und dort werde ich sie auf diese ganz spezielle Art und Weise setzen. Hier habe ich nun also ein freies Beet. Da waren im Frühling meine dicken Bohnen drinnen und als Folgekultur hatte ich hier Buschbohnen geplant, weil die hier ist Halbschatten und die wachsen im Halbschatten auch recht gut. Und ihr seht, das ist ein totaler Fehlschlag gewesen, eine Katastrophe. Die Schnecken haben mir überhaupt nichts übrig gelassen. Aber so ist das Beet jetzt wenigstens schon frei für meinen Frühlingsknoblauch. Da habe ich jetzt hier einfach eine Hacke und ich werde das Ganze in Reihen anbauen. Da hebe ich mir jetzt Kanäle in einer Tiefe von ca. 5 cm aus und hier hinein setze ich jetzt meine Zehen, immer schön mit der runden, wurzeligen Seite nach unten und die Spitze nach oben. Und jetzt lege oder setze ich meine Knollen wirklich sehr eng nebeneinander, einfach hier in diesen Kanal hinein. Normalerweise, wenn ihr große Knollen herausbekommen wollt, dann würdet ihr auf jeden Fall an die 15 cm 10 bis 15 cm zwischen den Knollen lassen. Dann mache ich das Ganze mit meiner Gartenhacke einfach wieder zu, klopfe es ein bisschen fest. Knoblauch ist nicht sehr anspruchsvoll beim Dünger, sogar im Gegenteil, er mag nicht frisch gedüngte Beete, deswegen tue ich da jetzt gar keinen Dünger hinein. Und schon hebe ich meine nächste Reihe aus. Da lasse ich jetzt ca. 10 cm Abstand zur vorherigen. Aber das könntet ihr auch enger machen. Wie gesagt, wir wollen keine Riesenknollen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Vielleicht wollt ihr ja diesen grünen Frühlingsknoblauch als Beetfüller über den Winter auch ausprobieren. Ich kann es absolut empfehlen. Es ist ein wahrer Hochgenuss, so zeitig im Frühjahr, wenn jedes zarte Grün aus dem Garten hochwillkommen ist. Alles Liebe von mir und bis zum nächsten Mal hier im Küchengarten. Musik